Römische Namen sind ja manchmal so eine Sache für sich. In antiken Texten wird Cäsar manchmal Cäsar genannt und manchmal Julius Cäsar und manchmal Gaius Julius Cäsar und dann gelegentlich auch nur Julius. Wie viele Namen hatte der eigentlich? Und wie sah das mit dem Namenssystem generell in der Antike aus? Das schauen wir uns heute an bei einem neuen Stichwort Antike, heute mit dem Thema römische Namen. Wie immer in der Antike kam es auch beim Namen stark darauf an, wer man war. Mann oder Frau, Sklave oder Sklavin oder eben ein freigeborener Mensch. Davon hing auch der Name ab. Ich meine, dass sich männliche und weibliche Vornamen unterscheiden, das kennen wir ja auch heute noch. Es gibt zwar auch ein paar Vornamen, die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen lassen, aber in der Regel ist ein Vorname eben männlich oder weiblich. Fun Fact, noch bis ins Jahr 2008 musste einem Kind in Deutschland ein eindeutig männlicher oder weiblicher Vorname gegeben werden. Also, dass sich männliche und weibliche Namen irgendwie unterscheiden, das kennen wir auch noch. Aber in der Antike unterschied sich eben nicht nur der Name, sondern das ganze Namenssystem. Und das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Wir werfen zuerst einen Blick auf die Namen von freigeborenen Männern in Rom, weil sich die Frauennamen davon ableiten. Die Frauennamen gucken wir uns danach an. Und zum Schluss werfen wir auch noch einen Blick auf die Namen von Sklavinnen und Sklaven und von Freigelassenen. Also heute mal Gentleman first. Wenn ihr als freigeborener Junge in Rom auf die Welt gekommen seid, dann hattet ihr drei Namen. Ein Pränomen, ein Nomen Gentile und ein Cognomen. Das schreibt man übrigens mit G. Ich sag's nur, ist wichtig an der Stelle. Das Pränomen ist ein Vorname. Anders als heute waren die in der römischen Antike relativ wenig individuell. Also in klassischer Zeit gab es 18 Vornamen. Wir blenden euch die jetzt hier mal ein, dann könnt ihr da auch mal einen Blick drauf werfen. Die wichtigsten haben wir gefettet. Die Chance, dass in eurer Klasse ein Junge war, der denselben Vornamen hatte wie ihr, war also relativ groß. Auch beliebt war es, Kinder durchzunummerieren. Also Tertius heißt zum Beispiel der Dritte, Quintus heißt der Fünfte, Sextus heißt der Sechste und so weiter. Da es aber ja auch nicht so viele Vornamen gab, konnte man die auch prima abkürzen. Der zweite Bestandteil eines römischen Männernamens war das Nomen Gentile. Der Gentilname ist so etwas wie ein Familienname und trotzdem ist es nicht ganz richtig, das jetzt einfach mit Familienname zu übersetzen. Zum einen waren die Familien in Rom wesentlich größer als heute und zum anderen war auch das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der einzelnen Zweige einer Familie sehr viel größer. Der Gentilname gibt also eher die Sippe oder den Clan an, zu dem man gehörte, als wirklich die Kernfamilie. Berühmte Gentilnamen in Rom waren zum Beispiel Claudius, Cornelius, Aemilius, Caecilius, Valerius oder eben Julius. Wir verwenden heute manche dieser Namen noch als Vornamen. Aber trotzdem nicht vergessen, in der Antike waren das die Namen von Großfamilien. Also alle Männer, die Claudius hießen, gehörten zur Großfamilie der Claudia. Der dritte Name war das Cognomen. Cognomen bedeutet Beiname. Und dieser Beiname war dazu da, innerhalb einer Großfamilie jetzt den Familienzweig zu unterscheiden. Denn wir haben es ja eben schon gehört, es liefen ziemlich viele Römer mit dem gleichen Gentilnamen rum und es gab auch nicht so viele Vornamen, das heißt, die Verwechslungsgefahr war einfach ziemlich groß. Deswegen gab es noch einen dritten Namen. Viele dieser Cognomina klingen für uns heute ein bisschen lustig. Cicero zum Beispiel bedeutet Kichererbse. Oder der berühmte Dichter Ovid hatte das Cognomen Naso, also Nase. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Ovid irgendwie eine auffällige Nase hatte, sondern vermutlich einer seiner Vorfahren. Das kann man vielleicht auch noch ein bisschen mit heute vergleichen, denn viele unserer Familiennamen heute basieren ja auf Berufsbezeichnungen. Und nur weil ihr Bauer mit Nachnamen heißt,
heißt das ja nicht, dass ihr Bauern seid, sondern vermutlich war es irgendeiner eurer Vorfahren. In der Regel hatten Römer also drei Namen. Selten kamen noch weitere Namen hinzu, das waren dann häufig sogenannte Ehrennamen. Also Publius Cornelius Scipio hatte zusätzlich noch den Namen Africanus, weil er einen großen militärischen Sieg an der nordafrikanischen Küste errungen hatte. Das war aber in der Regel hochrangigen Politikern für besondere Verdienste vorbehalten. Das ganze System war dann aber vielleicht letzten Endes auch nicht so schlau, denn Gentilnamen und Cognomina wurden vererbt. Und da es ja, wie gesagt, auch nicht so viele Vornamen gab, liefen immer noch ziemlich viele Römer mit exakt dem gleichen Namen rum. Also es konnte gut sein, dass euer Cousin ganz genauso hieß wie ihr. Ist jetzt ein bisschen lustig, macht es aber vor allen Dingen heute für Historikerinnen und Historiker ziemlich schwierig. Denn wenn die alle gleich heißen, ist es manchmal echt schwer zu unterscheiden, wer denn da genau gemeint war. Noch krasser wird das jetzt allerdings bei Frauennamen. Denn Frauennamen in Rom waren super einfach. Frauen hatten nur einen Namen und der leitete sich ab vom Gentilnamen des Vaters. Also die Tochter von Marcus Tullius Cicero hieß Tullia und die Tochter von Gaius Julius Caesar hieß Julia. Das führte aber auch zu einer etwas kuriosen Situation, denn alle Schwestern hatten ja dann den gleichen Namen. Um dann zu unterscheiden, wer da gemeint war, wenn Mama jetzt rief, Tullia, komm mal den Tisch decken, fügte man noch sowas hinzu wie Major oder Minor oder Tertia. Also die Ältere, die Jüngere, die Dritte und so weiter. Trotzdem hatten aber ja alle eure weiblichen Verwandten väterlicherseits, die nicht angeheiratet waren, denselben Namen. Also alle eure Cousinen, Tanten, Nichten und so weiter. Das macht es in der historischen Forschung unfassbar schwierig, bei Römerinnen zu unterscheiden, wer da gemeint war. Also oft ist es aus dem Kontext klar, aber wenn wir den nicht haben, wird es echt schwierig. Seit der Kaiserzeit hat es dann gelegentlich auch Cognomina bei Frauen gegeben. Das macht die Unterscheidung dann wenigstens ein bisschen einfacher. Noch einfallsloser, wenn man das so böse sagen will, wird es jetzt bei den Namen von Sklavinnen und Sklaven. Eine Ausnahme von der Regel, zu der wir jetzt gleich noch kommen werden, bildeten Menschen aus Griechenland. Denn Griechinnen und Griechen, die in Rom in die Sklaverei gerieten, behielten in der Regel ihren griechischen Namen. Das lag einfach daran, dass in Rom viele Menschen Griechisch konnten. Bei allen anderen setzte man sich aber in der Regel gar nicht groß mit den ursprünglichen Namen dieser Personen auseinander, sondern man gab ihnen einfach neue. Das waren oft körperliche Attribute oder Herkunftsbezeichnungen. Also ein Sklave aus Syrien hieß dann Syrus oder eine Sklavin aus Gallien Galla. Jetzt konnten Unfreie in Rom aber ja auch freigelassen werden. In einem solchen Fall nahm ein Sklave das Pränomen und das Nomen Gentile seines ehemaligen Herrn an und hängte dann seinen ehemaligen Sklavennamen noch als Cognomen hintendran. Beispiel: Wir wissen, dass Marcus Tullius Cicero seinen Sekretär Tiro freigelassen hat. Der hieß dann wie sein ehemaliger Herr, Marcus Tullius, Tiro. Anders als heute waren Namen in der römischen Antike also wenig kreativ und auch nicht der Ausdruck von Individualität. Wie man hieß, war größtenteils vorgegeben und da, wo es nicht vorgegeben war, waren die Auswahlmöglichkeiten stark begrenzt. Was sagt ihr zum römischen Namenssystem, das ja mehr oder weniger nur Allerweltsnamen kannte? Findet ihr das besser oder schlechter als die teilweise ja auch wirklich ausgefallenen Vornamen, die wir heute so kennen? Also ich meine, es ist ja nicht nur schlecht, es hatte auch Vorteile. Man wusste zum Beispiel immer, wie ein Name geschrieben wurde oder wie man den korrekt aussprach. Schreibt es uns gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like und ein Abo bei Einfach Antike da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!